Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wie man sieht, wir sind ja letztens vor der, naja, schätzungsweise Ausgangstür der Anselwund-Ausgrabungsstätte gewesen, hatten hier unsere tolle Magierin getötet. Bisschen unehrenhafter Tod, gebe ich ganz ehrlich zu bei ihr. Und jetzt mal schauen, wo wir rauskommen. Okay, eine Treppe nach oben. Ist nicht so ganz, was ich mir erhofft hatte. Also jetzt sind die eigentlich schon relativ weit hoch gelaufen, aber schwer einzuschätzen, wie wir geografisch gelaufen sind. Und die Karten sind auch nicht ganz geografisch aufeinander angestimmt, was ich gut verstehen kann. Das soll gar kein Vorwurf sein. Eine Mühe, das dann noch mit Metern zu balancieren, was so manche Hardcore-Leute so fordern, finde ich ein bisschen übertrieben einfach. Wenn wir hier ein bisschen Spielspaß haben und nicht geologisch irgendwelche Meter nachmessen. Zumindest habe ich nicht das Bestreben. Das ist ein Eier, oder? Das ist aber auch nicht das Ende, wo ich rausgehofft hätte zu kommen. Jetzt bevor ich hier runterspringe, da komme ich nämlich nicht mehr hoch, will ich trotzdem mal hier rumgehen, ob ich irgendwas übersehen habe. Wäre zwar mies, das so zu verstecken, aber nicht unmöglich, das ist anscheinend auch nicht der Fall, aber gut, wir sind alle tot. Ja, das Frostbissgift ist nicht schlecht, also gerade wenn man Anfang des Spiels ist, kann ich Leuten nur empfehlen, Frostbissgift auf Waffe drauf, ist eigentlich immer eine ganz nette Sache. Okay, also wir waren hier definitiv schon. Und ich erinnere mich auch wieder, welche Höhe das ist. Okay. Das ist leider nicht die, wo ich raus wollte. Naja, was soll's. Na gut. Da haben sie quasi einen Kreis gebastelt gehabt. Prinzipiell ja nicht verkehrt. Ach, nee, nicht Magie. Karte. Ich hatte gehofft, dass wir hier der Steinbachhöhle einen anderen Ausgang finden, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang. So. Da die Karte in der Richtung auch bald zu Ende ist, versuchen wir jetzt uns ein bisschen nach Nordosten zu halten. Es sei denn, es gibt irgendeinen Grund, dass ich hier noch was Schwarzes drauf habe, was nicht entdeckt ist. Haufenweise. Okay, aber das hier ist trotzdem ein bisschen Richtung Nordosten. Such mal zur Richtung dieses dunklen Wachturm da zu kommen. Oh. Da ist noch einer. Ach nee, das ist nur Restblühen. Okay. Aber der ist definitiv noch nicht gepflückt hier. Sind die nachgespawnt? Was sein? Ich will es auch nicht abstreiten, dass ich sie vielleicht übersehen habe. Komm, spring du, Held. So, ein paar Schneebären. Ah, da ist auch noch eine Höhle aufgetaucht. Da flog irgendwas. Ah, ist mein Falke, alles gut. Ist das der Wachturm? Nee. Ist eher so eine Art Gebietsbegrenzung, oder? Oh, da ist ein Troll. Ich möchte gerne die Zeitform dieser Aussage versuchen zu ändern. Fehlt. Ist doch ganz schön zur Seite gegangen. Bleib da mal stehen. Will dich treffen. Halt nicht. Was bist du? Sonst scheint er das Wolfsrudelblatt gemacht hier. Oh shit, so ein Drachenvieh. Anscheinend welche, die gerne Matrix schauen.
Das Problem ist, die haben teilweise tödliche Zauber drauf. Also wirklich tödlich. Die Flosse einfach tot. Ich will mich mit denen eigentlich nicht in Nahkampf nähern. Okay, der war schlecht, gebe ich zu, das war mein Fehler. Okay, der hielt aber nicht viel aus. Vielleicht sind sie auch noch beantragt. Oder es gibt die vielleicht auch verschiedene Schwierigkeitsgraden. Gibt es ja bei fast allen, so kleiner Trauger, großer Trauger, alter Trauger. Ist auch ein größerer Schatten. Das war doch nicht das Vieh hier, oder? Außerdem kann man es, glaube ich, auch nicht treffen. Eigentlich will ich es sogar nicht treffen, mir gefällt es. Eigentlich auch nicht stört, dass das Geräusch halt, das die ganze Zeit macht. Das lenkt ab. Vermittelt das Gefühl, dass man gleich angegriffen wird. Blümchen. Ein Disco-Wolf, okay. Nee, falsch. Sorry, das ist so ein Fuchs, aber wieder geflogen ist. Das tut mir so richtig leid. Wenn ein Feuerball irgendwann mal ankommt. Ach, so ein Vieh. Krieg mal hin. Falsche Richtung. Ich bin. Okay. Ein FUCK-Drache. Ein mechanischer Drache. Drachen auch mit meiner Superrüstung. Potenziell tödlichen Hacke. Okay, der ist tot. Super wie. Ich sehe noch einen roten Punkt auf der Karte. Noch so einer. Alter! Was stimmt mit dir nicht? Weißt du was? Komm mal her, ich habe eine tolle Idee, was wir mit dir machen. Ich spiele eine Runde Ping-Pong. Huch. Ah, das hat nicht gereicht, ja. Komm. So, die nächste setzen wir hier hin. Jetzt haben wir auch genug Zeit, den Wisch mit Bombardement abzuballern. Sieht so cool aus. Treffe ich nicht? Ach, Blümchen hab ich schon zu übersehen. Bamba! So. Wir lassen uns von nichts abhalten. Ich wollte eigentlich rennen. Ein bisschen Zeit zu sparen. So. Wieder eine Zwergenruine nehmen wir hier. Kackwenzel. So fein Mulal. Du hast viel Zeug bei dir, wie ich sehe. Ich glaube, ich muss auch immer bald wieder verkaufen gehen. Ach du.
coole Todesart. Ich wollte aber den eigentlich. Ich stand nicht da, ich weiß, hab's gesehen. Aber zu spät, ich hatte da schon geklickt. Drachenseele. Höhle heben wir uns erstmal auf, würde ich sagen. So, bevor wir reingehen, ich kann momentan gut schnell reißen. Mach ich das erstmal, mach uns leer. So, da sind wir wieder. Und ich habe per Zufall festgestellt, dass ich gar nicht mit so viel Zerstörungszauber spielen sollte. Das sind wir nämlich voll. Wir werden also jetzt versuchen, uns auf andere Sachen zu konzentrieren. Zum Beispiel Pfeil und Bogen. Wo, gerade wo wir drüber reden, mal gucken, sind wir bei Archery vor? Wo ist das Pickpocket Lockpickings? Muss ja ein Kampfeigenschaft sein. Archery, nein, das können wir noch ein bisschen machen. Sehr schön. So, ein bisschen dunkel hier in der Bude. Also, was machen wir? Genau, Kerzenschein. Und wieder mal eine Twemer-Ruine. So, das sind keine Türen, sieht nur so aus. Twemer-Ruinen haben natürlich oft Falmer und auch oft Fallen. Um Falmer abzuhalten. Das sieht aus wie irgendwelche anderen Varianten von Centurios. Mal nett gesprochen, das braucht man nicht. Das nimmt keinen Schaden. Das sind also Flammenwerfer. Sie haben irgendwie einen winzigen Hitpoint anscheinend nur. Wer hat von Eisenbahn gegrillt? Ich glaub's nicht. Okay. Aber wir müssen auch noch ein bisschen Conjuration aufbauen. Der Glut auf dem Platz hier. Da Beschreibung. Der ist zu teuer. Gut, ich nehme es zurück. Haben wir noch einen anderen? Die Nekovic hat schon ausgestellt. Verwirrend. Okay, klar, Moment. Ich muss so kurz die Magie rein. Beschwörung. Ach, Neferlich hatte ich ausgestellt. Oder wie? Das ist nicht clever gewesen. Ich wollte eigentlich die Witch. Hier, Control den. Können wir noch nicht machen. Das ist zu teuer. Wir müssen uns auf kleine Controlations erstmal. Oder kleine zu betrieben, aber andere. Der Beholder Tyrant. Ja, der war nicht schlecht. Immer den wieder. So, aber trotzdem neckholisch. Nee, nicht natürlich die Witch. Zack. So. Guck mal, was ist. Save Conjure, ne? So, mal sehen. Wie der sich macht. Halten. Dann machen wir es mal wie die Römer. Bulwark, zack. Und Dolch. Komm, du Eisenbahn. Macht ihr irgendwas Mieses? Ist für dir den noch am Ende oder so? Nein. Das ist ein Stellungskampf.
schießt, er trifft aber. Okay, hat das Schaden gemacht. So, Zwergbogen, Feuersalze. Fingerblatt nehmen wir, Smaragd. Der Kollege hat ganz schön viel in sich. Alter. Er hat ziemlich krasse Sachen in sich. Allerdings wiegen Zwergensachen halt auch krass, ne? Also. Durchaus möglich, dass wir da bald voll sind. Gut, okay. Dann machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Licht und dann geht's weiter. Natürlich im schönen Reichmodus. Okay. Oh, ein Bandit. Hat er irgendwas? Liegen ja schon einige. Das ist wahrscheinlich nicht gut, das anzufassen. Passiert jetzt irgendwas? Okay. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Stopp, stopp. Drop Zone. Okay, schnell nach oben. Okay, zu spät. Oder? Wir sind im Wasser gelandet. Alles klar. Okay, erstmal hoch. Irgendwas passiert. Gerade ein bisschen Adrenalin. Okay, schauen wir mal. Gibt es hier unten irgendwas Spannendes? Die Banditen. Wo sind die denn schon mal gefallen? Was passiert hier? Ganz komische Sicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo geht's lang? Mal kurz Überblick verschaffen. Das sieht aus wie, als wäre der Weg hoch. Das ist irgendwie ein Bug. Ist vielleicht nur eine Animation, die falsch gespielt wird, oder? Ja. So ein Vieh, das macht anscheinend Animation Buggy. So, wir müssen irgendwie Sand hier irgendwo hin. Boah. Das nervt mich, das tut mir leid. Also sieht nicht nur für euch so aus, das ist für mich auch so. Ich sehe gerade nicht, ob wir hier richtig hin dürfen können sollen müssen. Anstrengend. Hör das mal wieder auf. Irgendwas läuft da gerade schief. Über die Fallmodinger, das ist aber bestimmt nicht so gewollt.
Ich kämpfe jetzt mal eine Runde. In der Hoffnung, dass da irgendwas passiert, was es besser macht. Auch wenn das nicht zwingend logisch ist, gebe ich zu. So, ich will das weder euch noch mir zumuten. Ich mache jetzt Folgendes. Wir sind vielleicht noch nicht ganz durch, deswegen mache ich gleich weiter. Ich mache aber erstmal einen kurzen Cut und speichere auf einen extra Spielstand, um zu gucken, ob es dann besser wird. Okay, ihr seht, es blitzt und blinkt nicht mehr, aber durch einen Spielstand laden hat es nicht funktioniert. Ich musste nochmal zurück. Ich habe rausgefunden, was passiert ist. Wenn man reinstürzt, gibt es eine Animation, die das so ein bisschen verschwimmt, was sozusagen den Sturz simulieren soll, schätze ich mal. Und die wurde fehlerhaft nicht abgebrochen, als wenn der Trigger übergangen wurde. Aber jetzt habe ich nochmal uns hierher gespielt und können weitermachen. Naja, theoretisch, wenn ich über die Felsen komme. So. Na, da oben ist so eine Öffnung, wo wir den Fall mal rausputzen können. Kriegen wir uns bestimmt dann Hinterhalt. So, da bauen wir eine Runde ab. Oh, ja. Ah, wir lassen uns nicht stören. Was hast du denn? Ja, komm. So. Zack. Und weiter geht's. Ach, das könnte als einsteigendes Deutsches gewertet werden, ne? Ja. Also steht es nicht wieder auf. Hm. Wichtiger Sicherheitsmesser. Ist ja hier überall Fallöffnungen. Die werden bestimmt uns dann in den Rücken fallen. Oder direkt vor unserem Gesichtsbahn. So. Komm. Ist die Mantra? Hab ich nicht verstanden. Ah, das ist ja hinten, ne? So. Ja, war jetzt kein edler Kampf, keine Frage, ne? Aber sie sind tot. Das ist doch das, was am Ende zählt. Ja, vielleicht muss ich tatsächlich mal einen kleinen Sehnstein benutzen, um dann wieder ab mal den Täuschturm ein bisschen aufzuladen. Aber das ist kein Problem. Ohne die Träumverzauberung müssten wir es ja sowieso. Ja, die trocken gut. Problem ist, wir können das nicht alles bestimmt mit hochschleppen. Ich weiß nicht, ob wir mit Schnellreise hier reinkommen nochmal. Jemand? So ein Geist, ne? Wow, ein Elternhautkommandant hatte ich noch nie. Scheint ganz schön was zu können. Hi. Ja. Ist der Bogen mal aufgeladen? Ja. Geht zu, was an Schaden macht. Ja, wir machen da jetzt auch keinen großen Hehl drum. Ja. Schnell ist er. Yeah.
Kollege hält aber was aus. Ja. Cool gesprochen. Okay. Das kann nicht so gut sein. Wir müssen uns nochmal in der Tag gleich anschauen. Das stinkt extrem nach Rätsel. Oh, was? Wo? Ich sehe ihn halt nicht, aber. Der war der Wert an 12 für 5.660, nur für 3 für Drist. Allows you to breathe in any environment. Offers mind resistance to all elements. Es gibt Gebiete, wo wir nicht atmen können, oder was? Wenn ich das so richtig übersetze, das ist aber gefährlich. Okay, nee, Quatsch, nicht Zaubertränke. Was hat man jetzt gerade? Das wird Sonstiges sein, bestimmt, ne? Okay. Right Stick Zoom. Aber wir können nichts drücken oder so. Hm. Okay, also. Wir sind nur ein paar in der Ruine, 3 Meter in der Ruine drin, das passiert. Wir sind auf Lokomotiv, Flammenwerfer von Centurios gestoßen. Wir sind in den Abgrund runtergefallen. Wir haben gegen einen krassen Geistertypen gekämpft, der uns ein Puzzle geschenkt hat. Was soll da noch passieren? Alter. Schaut euch das mal an, die schicken uns eine Armee. Ist der runtergefallen, der eine? Echt? Tja, muss wohl so sein, da war er weg. Cool. Ja, wir sind gleich wieder voll, das ist schon krass. Die kann man halt auch nicht liegen lassen, die sind halt jetzt nicht schlecht. Ich meine, es ist nicht so wie, oh geil, ein Zauberstab, der für 6 Kilogramm tausende von Sachen bringt, ne, aber ansonsten ist die Preis-Leistung echt gut, keine Frage. Okay, noch Fledermäuschen, alles gut. Ja, das sind diese Dinger, ja. Das ist noch ein kleiner Fall, okay. Hätte ich jetzt keine Mühe geben müssen. Ist nichts Persönliches. Aber du bist genauso gut ausgerüstet wie deine große Freunde. Ah, und mir war gerade eine Idee gekommen, wie ich hätte noch fieser sein können vorhin. Naja. Okay, bevor wir hier durchgehen. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Also ich fand es sehr spannend und ja, mich hat das mit dem Runterfallen auch überrascht. Ich hatte echt gedacht, wir würden gefangen sein und habe mir gedacht, ja gut, Schnellspeicherung am Anfang der Höhle, aus dem manuell gespeichert, passt, alles gut. Also zur Not nochmal neu laden, aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Gut, wir sind jetzt hier drin und damit würde ich sagen, bleibt schöne Spannung bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und ich sage wie immer, macht's nicht gut, macht's besser. Mögen die Gaming-Götter mit euch sein und denkt dran, Support ist kein Mord, jeder Like hilft.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.